Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Herzlich willkommen hier an dieser Stelle. Ich bin euer Falk und ich möchte euch heute mal was Tolles erzählen. Denn sehr, sehr lange, um genau zu sein, über 3 Jahre, haben wir jetzt an den neuen Fluch-Episoden gesessen. Der Fluch, Folge 1 und 2, könnt ihr euch auf YouTube anhören. Das ist hier so ein schöner Knupsi, wo ihr einen Link dazu aufmachen könnt. Und jetzt sind die Hörspiele auch endlich fertig und auch schon auf CD gepresst. Und ich bereite jetzt gerade eben den Versand vor. Vor allem jetzt natürlich an die Unterstützer unseres Crowdfundings. Aber wer möchte und wer uns unterstützen möchte, der kann sich diese CDs, das hier ist übrigens eine Doppelfolge, der kann sich diese CDs auch bei unserem Vertriebspartner pop.de in einer kleinen Auflage sichern. Sind schon bestellbar und die Links dazu findet ihr unten in der Sendungsbeschreibung. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen, beziehungsweise nur indirekt gehen, denn im Zuge dieses Crowdfundings haben wir auch eine Collector's Edition vorgestellt. Das heißt, eine Sammleredition mit allen 6 Fluch-Episoden, damit ist die Reihe abgeschlossen, in einer schönen Box. Dazu gibt es einen Soundtrack, das war unser erstes erweitertes Ziel beim Crowdfunding, was wir auch erreicht haben, und das vorzubereiten war jetzt eine kleine Herausforderung. Deswegen machen wir heute kein Unboxing, weil das ist langweilig, das kann jeder, haben wir auch schon auf diesem Kanal gemacht, sondern wir machen ein Boxing. Das heißt, wir stellen mal eine Collector's Edition zusammen und dazu möchte ich eben ein bisschen was erzählen, was wir denn ursprünglich als Collector's Edition haben wollen. Was verstehe ich persönlich unter Collector's Edition? Sowas hier zum Beispiel. Das wäre mein Idealum für den Fluch auch gewesen, weil ich bin großer Akt X-Fan, der geneigte Fan weiß das vielleicht, so rum. Und das hier ist die Verpackung für das Computerspiel, das 1998 erschienen ist. Und zum einen sehr schön gemacht, hier die einzelnen CDs sind in Fallkategorien unterteilt. Es gibt ein kleines Booklet, was hier noch so mit rausguckt. Und insgesamt eine sehr, sehr schöne Edition, hat aber den Nachteil, von unserer Collector's Edition werden im Nachhinein nur 100 Stück produziert, das heißt von der Auflage her lohnt sich die Produktion so eines Umkartons nicht, weil es ist eine Maßanfertigung, also eine Auftragsarbeit, es gibt es nicht als fertige Verpackung. Und zum anderen der ganze Aufwand, der dahinter steht, plus, und das ist so ein bisschen unschön, jetzt ist diese Hülle natürlich jetzt 18 Jahre alt und dementsprechend sieht man hier so ein bisschen an. Die ist nicht mehr die schönste und deswegen musste eine andere Hülle her. Wir haben uns, und vor allem ich, habe mir sehr viel, sehr unterschiedliche Hüllen angeguckt über die Zeit und welche Möglichkeiten es so gibt und was so Kollegen machen. Eine der gängigen Möglichkeiten ist natürlich ganz einfach zu sagen, ich nehme die Einzel-CDs und packe sie in so einen Pappschuber ein. Das macht der Hörverlag sehr gerne für seine Standard-Editionen. Und dafür ist es, finde ich, auch völlig okay, wenn man die CDs hier so bundeln möchte. Wenn man aber von einer Sammler-Edition spricht, dann denke ich, sollte man schon ein bisschen was anderes planen. Dann gibt es natürlich, sehr beliebt ist das Digipack in so einem Fall. Hier jetzt zum Beispiel von unseren Kollegen von CC Live. Das Netz als Hörbuch gibt es auf 2 MP3-CDs und dafür reicht das. Aber wir haben ja 6 bis 7 CDs unterzubringen und dafür eignet sich das Digipack nicht. Das heißt, da gibt es auch nichts Standardmäßiges, müsste man individuell bauen und es wird dann zu dick, weil allein schon für 2 CDs wird so dick. Für 7 CDs kann man dann nochmal dreifache oder vierfache Umfang rechnen. Und das macht natürlich keinen Sinn. Von daher, das hat also leider auch nicht geklappt. Dann gibt es die so eine Multi-CD-Box, wo einfach, ihr seht, die CDs einem gerne entgegenkommen. Hier jetzt bei Dan Brown Illuminati. Das ist Original von Lübbe, gibt es hier. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, fand ich aber auch nicht besonders schön. Und wie ihr gesehen habt, da kommen einem gerne die CDs entgegen.
Von daher ja, war das jetzt auch nicht so das Maß der Dinge. Das Ganze gibt es noch in einer Mischung aus Digipack und eben so einer Multi-Lösung hier. Jetzt, das ist zum Beispiel hier eine Hörbuch-Variante von Fight Club, wo ich hier eben Plastik-Trays habe und da passen mehr CDs rein. Hier jetzt zum Beispiel für 4 CDs. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, fand ich aber jetzt auch nicht so wirklich schick. Und naja, was ich eigentlich ursprünglich haben wollte, das ist ein sogenanntes Digifile. Das gibt es hier zum Beispiel bei der Ferienbande, die hat das ganz schön gemacht, wo ihr alle, auch 7 CDs übrigens, kann ich sehr empfehlen, all hier die CDs unterkommen. Das hätte jetzt aber technisch nicht so funktioniert, wie ich das haben wollte, beziehungsweise hätten wir das in 2 Digifiles wohl auf technisch aufteilen müssen. Und dann wäre es, finde ich, auch wieder nicht so schön gewesen, weil man dann wieder gucken muss, ob man es in Pappschuber packt oder eine Banderole rumrum. Und das war alles nicht so, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Von daher, leider auch diese Verpackung wurde es am Ende nicht. Wenn man Richtung Collector's Edition geht, dann denkt man natürlich eher an sowas hier. Also das ist natürlich die Edelvariante hier in Tinbox, was man auch gerne für DVD-Editionen macht. Das Boot hat das sehr, sehr schön gemacht. Aber auch das ist für 7 CDs leider nicht geeignet. Ich habe mir sehr unterschiedliche Tinboxen angeguckt. Also voll bedruckt wäre finanziell nicht gegangen. Wir produzieren 100 Stück und das ist zu teuer. Und würde den Stückpreis zu teuer machen. Von daher, ich habe mir dann solche Lösungen angeguckt, wo man dann entweder ein Bild vorne drauf machen kann oder hier, da passt aber auch nicht gerade mal 1-2 CDs rein. Der Klaus Fester von CC Live hat mich darauf aufmerksam gemacht, die benutzt eher für CD-Editionen die hier. Die finde ich zum Beispiel schon relativ schön, weil man dann zum Beispiel hier noch ein Booklet hinterpacken kann und kriegt das Ganze so ein bisschen Sammlercharakter. Aber hier würde ich nicht 7 CDs unterkriegen und jetzt hier 2 aneinander kleben, das fand ich jetzt, war mir persönlich ein bisschen zu aufwendig und war nicht ganz das, was ich haben wollte. Also der Klaus Fester hat das für seine Hörbücher gemacht, auch sehr, sehr schön gemacht. Ich habe mir das auf der letzten Leipziger Buchmesse mal live angeguckt bei ihm am Stand. Aber leider nicht so das für mich jetzt passable für den Fluch. Aber dank des Tipps vom Kollegen, also vielen Dank Klaus nochmal an dieser Stelle, bin ich auf die Firma gekommen, die letztendlich mich auf die richtige Lösung gebracht hat. Und zwar haben wir letztendlich genommen Multi-Storage-Boxen. Multi-Storage-Boxen verwendet zum Beispiel Graphic Audio. Graphic Audio, das sind amerikanische Hörspiele, gibt es vor allem schöne DC-Geschichten und viele andere sehr illustre. Und die sind extrem flexibel, was so Menge angeht. Und dementsprechend haben wir gesagt, genau, das finden wir cool, das machen wir. Also, das heißt, ich würde zwar hier die 7 CDs unterbringen, das ist hier sehr tight gepackt, aber ich habe gesagt, dann nehmen wir doch lieber eine Version größer, haben wir ein bisschen mehr Platz, kriegen dann auch noch das schöne Booklet unter und nehmen die in Transparent. Warum in Transparent? Weil die dann nach innen durchscheint und wir noch ein zweites Covermotiv mit drauf machen können. Das heißt, wir haben hier die CD-Box. Und wir haben hier die Möglichkeit, wie man das von einem Ringbuch kennt, einzelne Seiten einzuöffnen. Und dadurch ist dieses Format absolut flexibel. Es gibt dann hier Seiten, wo man dann jeweils 2 CDs mit unterbringen kann und eben flexibel viele. Das heißt, wir können hier bequem 7 reinkriegen, wir könnten 10 offiziell, aber bis zu 15 würde ich sagen, können wir ein bisschen Glück da reinpassen oder 12, 13 auf jeden Fall. Und von daher fand ich, das macht sich ganz gut. Das heißt, wir haben dann produziert
Wir hätten es natürlich hier ganz auf die Ding machen können, aber was hätten wir dann hinten drauf gemacht? Und ich finde, ich mag diese großen Umkartons. Wenn man da so ein Panoramamotiv drauf hat. Ähnlich haben wir es auch bei der Skriptedition vom Fluch gemacht. Und dementsprechend haben wir das so gemacht. Das heißt, hier hinten gibt es dann, wie man das ja von DVDs und so weiter auch kennt, die Möglichkeit, das entsprechend rein zu fingern. Und tada, sieh da. So sieht das beim Flug jetzt aus. Ist doch ganz schick. Aber natürlich braucht das Hörspiel ein Innenleben. Und ihr habt schon gesehen, es gibt diesen... Ach genau, hier sieht man schön, das Motiv scheint so ein bisschen durch. Und das ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Wer unsere CDs kennt, der weiß, bisher waren die immer eher schlicht. Also hier seht ihr weiß und hier seht ihr weiß und ja... Relativ einfallslos. Das wollten wir für die Collector's Edition mal aufbrechen. Das heißt, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich die Hörspiele dafür. Dafür brauchen wir drei dieser Haftdinger. Da habt ihr hier CD1, die ist noch sehr schlicht. Da haben wir uns, oder habe vor allem ich mir gedacht, so ein bisschen Muster zu nehmen, um das Ganze aufzulockern. Deswegen diese Raufaser-Tapete in Aktenfarben beige, was nicht wirklich hübsch ist. Gebe ich ganz offen zu. Aber jetzt stecken wir nun da mal fest. Für Flug 2 habe ich dann ein Motiv genommen, was nicht das Covermotiv ist, weil das hätte ich auch langweilig gefunden, wenn man nur das Covermotiv wiederholt, sondern ein anderes Cover. In dem Fall haben wir für Flug 2 genommen das Bild. Es gibt ja, unser Protagonist Glenn Snyder ist ja Bestsellerautor und der hat eine Bücher geschrieben und dafür haben wir auch Cover gestaltet und eines der Cover ist eben dieses Motiv. Das passte deswegen für Flug 2 ganz gut, weil es ist ja, enthält ja einige Hörbuchpassagen aus dem Buch. Dann natürlich Flug 3 mit dem Times Square Motiv, Flug 4 mit dem Motiv, wo Kate und Fowler auf den Spuren einer Sekte sind und die geraten hier in Gefangenschaft gerade. Das ist eine Szene aus dem Hörspiel. Dann hier Flug 5 geht es nach New York, nach London. Und dementsprechend öffnet sich da auch gerade eine Anomalie. So viel spoilere ich jetzt einfach mal. Und last but not least, das haben wir auch sehr plakativ schon benutzt, hier unser White House Down für das große Finale. Genau, das macht diese CDs, die kann man da schon mal einheften. Dann haben wir ja gesagt, es gibt einen Soundtrack für die Collector's Edition. Das heißt, Soundtrack auch noch oben drauf. Und natürlich gibt es auch ein Booklet. Das Booklet ist in dem Fall ein bisschen dicker, weil es zum einen natürlich die ganzen Einzelbooklets enthält, die ihr eh schon habt, plus einem schönen Vorwort von mir mit hier der Start-Next-Seite hier von unserem Crowdfunding und einigen schönen Fotos, die jetzt im Laufe der Produktion entstanden sind, sei es von Aufnahmen, Sprechern und so weiter. Eine ganz schöne Geschichte, um so ein bisschen mal hinter zu zeigen. Zum Beispiel hier ist gerade die Überarbeitungsphase von Flug 4. Episode 4, da haben wir relativ lange dran gesessen, da haben Dan und ich uns auch so ein bisschen in den Haaren gehabt. Dann hier ist ein Flyer, den wir für die Hörspiel Arena on Tour gemacht haben. Wir hatten einen schönen Aufsteller für den Fluch und so weiter, also einige Sprecher bei der Angabe. Dann könnt ihr hier sehen ein Bild, da haben wir die Live-Kinopremiere gemacht, da konnten Unterstützer den Fluch Episode 3 jetzt schon im Kino, in einem schönen kleinen Kino hier in Berlin sehen. Und das soll auch noch mit dazu. Und damit das schön verstaut ist, kann man das einfach hier hinten dran setzen. Das heißt, vorne drauf, hinten drauf. So, und jetzt heften wir das Ganze ein. So, schon. Und fertig ist die CD. Das heißt, ihr habt hier Soundtrack
Handbuch und dann die 6 Folgen und hier noch ein bisschen Bild. Eigentlich eine ganz schöne runde Geschichte. Und noch zusätzlich on top gibt es, werden wir wahrscheinlich nur reinlegen, diese Karte. Was hat es damit auf sich? Und zwar, ihr seht, da ist das Motiv aber nur halb drauf, das heißt, hier ist Platz. Und zwar haben wir im Zuge des Crowdfundings ja die Möglichkeit angeboten, euch Autogramme zu wünschen. Also wenn ihr Autogramme haben wollt von den Machern, dann konnte das mit in diesem Crowdfunding angegeben werden. Jetzt war natürlich logistisch so ein bisschen das Problem, dass wir unmöglich all diese ganzen CDs allen Teammitgliedern hinschicken und unterschreib mal bitte und schick mir zurück. Das ist vom Logistikaufwand her, da brauchst du Monate für, bis du alles zusammen hast, denn der Fluch wird komplett dezentral produziert oder wurde komplett dezentral produziert. Das heißt, wir haben Leute in München sitzen, in Berlin sitzen, in Hamburg sitzen, in Pott sitzen und so weiter und so fort. Also über ganz Deutschland verteilt sitzen die ganzen Leute und jetzt hier sich auch für eine Woche ins Auto zu setzen und einmal durch Deutschland zu touren, um überall die Unterschriften einzusammeln, war nicht möglich. Von daher habe ich mir überlegt, wir machen das mit Titelkarten. Das heißt, auf die Titelkarte können wir zum einen die gewünschte Widmung aufbringen und zum anderen eben Macherunterschriften einsammeln. Das werden vor allem den Schuster, den Rahlmeier und meine Wenigkeit sein. Den Schuster Musik, Sounddesign. Den Rahlmeier ist für die Skripte maßgeblich verantwortlich gewesen und von mir stammt die Geschichte und das Ganze drumherum und mich hört ihr im Hörspiel als Bellerophon. So. Und das legen wir dann auch entsprechend bei. Das heißt, auf die Karten warte ich gerade noch. Ansonsten habe ich jetzt alles für die Collector's Edition da. Klappt zu und dann habt ihr das so. Ich kann das hier noch einmal schön groß zeigen. Und hier nochmal die ganzen Beteiligten dran. Das haben wir übrigens auch auf dem Booklet hinten drauf, hier als Grafik, wo ihr nochmal die Übersicht der Folgen seht. Das sind 6 Folgen, es sind aber nur 5 CD, 5 einzeln, weil eben die letzte Folge eine Doppel-CD ist. Warum haben wir das gemacht? Vielleicht das noch ganz kurz nochmal erwähnt. Fluch Episode 6. Beziehungsweise Flugepisode 5 hat Überlänge. Normalerweise bekommst du 79 Minuten auf so eine CD drauf. Die Folge hat aber 83, 4 Minuten zu lang. Was machen wir? Folge 6 war wieder ein paar Minuten kürzer und dementsprechend haben wir einen Cut gesetzt und den Rest der Folge 5 an den Anfang von Folge 6 gesetzt. Das hört ihr wahrscheinlich nicht wirklich, aber weil es kein gerader Cut ist, aber trotzdem war es notwendig und deswegen gibt es das hier nur als Doppel-CD. Und deswegen gibt es zwar ein Cover, das seht ihr hier hinten drauf, da haben wir mal beide Cover so im Splitscreen drauf gemacht. Ihr seht es vor allem im Booklet dann, wo ihr beide Bilder nochmal drauf seht. Übrigens, nicht wundern, hier im Booklet sind diese Bilder wirklich über den Text drüber gelegt. Also das ist Absicht, weil hier haben wir die Beteiligten immer und so weiter und so fort. Genau. Das sind übrigens, hier entspricht auch den Einzelbooklets, die ihr bekommen könnt. Das Einzige, was wir hier zusätzlich noch haben, ist eben das eigene Cover und eben diese 8 extra Seiten. Die beziehungsweise 1, 2, 3, 4, gut, so was erzähle ich denn da? 4 extra Seiten, die haben wir nur eben in der Collector's Edition. In dem Sinne, so, gepackt ist es. Und wenn ihr Unterstützer seid und eine Collector's Edition euch ergattert habt, dann seid froh, weil davon wird es nur 100 Stück geben und die werden in den nächsten Tagen an euch auf den Weg gebracht. Und ihr Unterstützer da draußen, die ihr nicht das Crowdfunding, aber uns als solche unterstützen wollt, findet in der Sendungsbeschreibung Infos dazu, wo ihr die Einzel-CDs, ne, die
ganz regulären Einzel-CDs bei pop.de bestellen könnt. Damit könnt ihr uns auch unterstützen, beziehungsweise bekommt ihr da auch Episode 1 und 2. Die gibt es zwar schon auch auf YouTube, aber wer sie dann auch im Regal haben will, bekommt sie dann auch nochmal bei pop.de. Auch da muss ich sagen, die CDs sind limitiert. Wir haben pop.de mit genau 200 Exemplaren bestückt. Und wenn die 200 durch sind, dann sind die 200 erstmal durch. Dann ist momentan noch nicht geplant, dass wir nachpressen. Da müsste die Anforderung wirklich nochmal immens, die Nachfrage nochmal immens groß sein, damit wir das machen. Von daher, wenn die weg sind, sind sie weg. Wer dran möchte, der sollte schauen, ob er sich das nicht unter den Weihnachtsbaum legen möchte oder jemanden damit beglücken möchte. Und die Unterstützer, wie gesagt, kriegen so als kleines Bonuschen eine schöne Sammleredition. Ich denke mal, für das, was wir als kleines Independent-Label machen können, weil es ist in der Hauptsache hier mal ein kleiner Raum und ein paar Leute, die mir dabei immer projektweise helfen, ist das eine ganz schöne Sache. Und ja, Dankeschön für die Unterstützung. Ja, ich werde in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch das ein oder andere Video in puncto Making-of der Flughörspiele produzieren. Wir haben jetzt über die letzten Jahre so viel Videomaterial gesammelt. Ich habe das deswegen nur noch nicht in irgendeine verwertbare YouTube-Form gebracht, weil eben jetzt wir 3 Jahre an den Hörspielen gesessen haben und ich wollte nicht zwischendurch immer wieder irgendwelche Making-of-Schnipsel bringen, wenn jetzt sowieso erstmal die Produktion ist und lange auch nicht sicher war, wie lange dauert es denn jetzt. Viele, viele Probleme, aber dazu mache ich vielleicht auch irgendwann nochmal ein Video oder schreibe ein dickes Buch. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Fluch-Fan vielleicht mal reinguckt, ob er sich die CDs nicht bei pop.de bestellen möchte oder nochmal Dankeschön, solltet ihr bereits zu unserem Crowdfunding sein und nur noch auf eure CDs warten, dann habt ihr zumindest jetzt schon eine Download-Variante bei euch im Briefkasten, im digitalen Briefkasten. Und ja, alle anderen demnächst hoffentlich auch wieder neues Material hier von uns an der Stelle und ein bisschen Blick hinter die Kulissen. In dem Sinne, macht's gut, keep on listening, euer Falk. Wer an einem Poster vom Fluch interessiert ist, schreibt in die Kommentare. Vielleicht ist das vielleicht was, was wir die nächsten Tage nochmal in die Verlosung geben können. Also richtig schön Kinoposter mit allem drum und dran.